schicken wir so viele Soldaten, Daddy, wenn es doch nur ein kleiner Krieg wird? Damit die sturen Buren uns diesmal ernst nehmen, mein Schatz. Wenn sie merken, wie stark unsere Offensive ist, kommen sie hoffentlich zur Vernunft. Ja, hoffen wir das Beste. Und sowieso, wenn du erst da bist, machst du der Sache schnell ein Ende. Ich werd's versuchen, Schätzchen. Ich komme so schnell wie möglich zurück und dann sind wir wieder zusammen. Das sagst du so, aber daraus kann ein Jahr werden. Aber in der Schule sind sicher viele nette Mädchen. Du hast deine Bücher, kannst dein Pony reiten. Außerdem ist deine Emily ja bei dir. Ja, und meine Emily wird mich trösten, wenn ich traurig bin. Sie versteht jedes Wort, das ich sage. Glaubst du nicht auch, Daddy? Bei der intellektuellen Vorfahren bin ich ganz sicher. Also besonders fröhlich sieht die Schule nicht aus, Daddy. Ich fürchte, im Moment sieht nichts für uns fröhlich aus. Naja, ich meine, vielleicht sieht's drin ja netter aus. Ganz bestimmt, mein Schatz. Na komm. Tut mir leid. Tut uns auch leid. Und jetzt raus mit dir, raus! Was für ein Einfall, dieses Tier zum Vordereingang hereinzulassen. Oh, schau, Daddy, mein Pony. Ihr Brötchengeber wird es erklären. Und jetzt weg hier. Ja, weit weg. Oh nein, Daddy. Oh, warten Sie, Augenblick. Sie sind Miss Minchin? Die nämliche. Ich bin Captain Crew. Ich wollte auf keinen Fall für Unruhe sorgen. Was Sie bereits getan haben, Captain Crew. Ich würde es Ihnen gern drinnen erklären. Kommen Sie mit. Warten Sie hier mit dem Pony. Geht klar, Herr Gouverneur. Tut mir leid, aber das Pony sollte natürlich nicht ins Haus gebracht werden. Ich habe nicht nur das Pony zu beanstanden. Seit Stunden kommen hier Pakete für Ihre Tochter an. Folgen Sie mir bitte. Offenbar ist Ihnen nicht bewusst, Captain Crew, dass meine Schule eine der besten und exklusivsten in ganz London ist. Oh ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Deswegen habe ich Sie ja für meine kleine Tochter ausgewählt. Ihre Handlungsweise deutet aber nicht darauf hin. Ja, ich bin mir meiner Fehler sehr wohl bewusst. Sehen Sie, Sarah und ich kommen direkt aus Indien. Sarah hat fast nur dort gelebt. Und mein Regiment wird noch heute nach Südafrika verlegt. Deswegen musste ich leider etwas überstürzt handeln. Captain Crew, ich habe Ihnen geschrieben, dass ich nur junge Damen mit den allerbesten Referenzen aufnehmen kann. Und ich habe Ihnen auch geschrieben, dass ich zurzeit über keine freien Zimmer verfüge. Oh, wenn das so ist, Daddy, dann fahre ich mit dir nach Afrika. Hätte ich das gewusst, dann sehen Sie, Ihr Brief hat mich nie erreicht und ich wäre auch nie auf den Gedanken gekommen, dass man meine kleine Sarah ablehnen könnte. Offensichtlich nicht. Wenn es eine Frage meiner Herkunft sein sollte. Mein Vater war Sir George Crew, wenn Ihnen das etwas sagt. Aber natürlich, ja. Und die beste finanzielle Referenz ist wohl, dass ich die Südafrika Holding leite. Um genau zu sein, ich bin der Hauptanteilseigner. Mein Bruder, Captain Crew, unser Professor für Rhetorik und Literatur. Ah, angenehm. Ja, ganz meinerseits. Ja, sagen Sie, halten Sie auch Anteile an der Eclipse-Diamantenmine? Einige der wichtigsten, natürlich. Natürlich, natürlich. Tut mir leid, wenn ich zur Eile dränge, Miss Minchin, aber die Situation erfordert es. Ich segle in einer Stunde von den East Indian Docks. Na also, wenn die mich hier nicht wollen, komme ich einfach mit dir mit, Daddy. Oh nein, was soll ein entzückendes kleines Mädchen wie du in Afrika? Vergeben Sie mir mein Misstrauen, Captain Crew. Aber man muss ja so vorsichtig sein, wenn es um den Ruf der Schule geht. Aber nach unserem Gespräch sehe ich klar. Es wird uns ein Vergnügen sein, so einem reizenden kleinen Mädchen ein Zuhause zu geben. Dann muss ich also hierbleiben, Daddy? Ja, Kindchen, du hast das Privileg. Du und dein kleines Pony. So ein nettes kleines Pony. Hier ist auf die Schule ausgestellt. Reicht das für den Moment? Oh ja. Ich würde sagen, das ist überaus großzügig. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, habe ich Sie schon mal gesehen? Das wäre möglich, Captain. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Habe ich Sie auf der Bühne gesehen? Ja, ich bringe Sie irgendwie mit der alten Music Hall in Verbindung. Music Hall? Mein Bruder auf der Bühne? Lächerlich. Lächerlich, wie recht du hast. Jetzt möchte ich Ihnen gerne Sarahs Zimmer zeigen. Einen Augenblick, Miss Rose. Das ist Miss Rose, eine unserer fähigsten Lehrkräfte. Captain Crew erweist uns die Ehre, seine kleine Tochter Sarah bei uns unterzubringen. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Captain Crew. Wir werden alles dafür tun, damit sich Sarah hier wohlfühlt. Davon bin ich überzeugt. Kinder, wir haben eine neue Schülerin. Sarah Crew. Begrüßt sie bitte. Guten Tag, Sarah. Guten Tag, sehr erfreut.
Lavinia, Jesse, das reicht. Nun gehen Sie weiter, Miss Rose. Kinder? Sie sieht aus wie eine kleine Prinzessin, findest du nicht? Ja, das wird sie auch sein, eine Prinzessin. Und ich nehme an, dass manche Mädchen sich jetzt hier nicht mehr so oberschlau vorkommen werden. Oh, meinst du? Abwarten und Tee trinken. Prinzessin? Naja. Zum Glück wurde das Zimmer gerade neu hergerichtet. Der Kamin hat einen exzellenten Zug. Ich dachte, Sie haben kein Zimmer frei. Oh, für ein entzückendes Mädchen wie dich habe ich immer Platz. Aber warum sagt sie sowas dann, Daddy? Shh. Lady Bentleys kleine Tochter hat das Zimmer erst kürzlich geräumt. Es ist unsere beste Suite, natürlich. Hm. Es könnte etwas freundlicher sein. Etwas kindgerechter vielleicht. Ich habe einiges aus Indien mitgebracht und vielleicht können Sie alles, was noch nötig ist, kaufen. Mit Vergnügen, Captain Crewe. Wenn das Wetter es zulässt, möchte ich, dass sie jeden Nachmittag reitet. Natürlich. Wir sind in der glücklichen Lage, einen guten Reitlehrer zu haben. Ich nehme an, Sie denken, ich verwöhne das Kind über die Maßen. Und Sie haben recht. Aber es ist gut für Sie. Sie ist viel zu sehr darauf erpicht, ihre kleine Nase in Bücher zu stecken. Und darüber vergisst sie alles. Sehen Sie, Miss Minchin, Sarah hat keine Mutter und wir waren nie mehr als ein paar Tage getrennt. Wie anrührend. Das wird sehr schwer für Sie werden. Seien Sie unbesorgt, Captain Crewe. Ich bin eine Mutter für alle meine kleinen Schätzchen. Und nun lasse ich Sie für Ihren Abschied allein. Wie viel Zeit haben wir noch, Daddy? Nur ein paar Minuten, Schätzchen. Vergiss deinen alten Daddy nicht, Sarah? Niemals. Ich hab dich doch lieb. Ganz doll lieb hab ich dich. Wir werden tapfer sein, nicht wahr? Weißt du was? Tun wir so, als wären wir wieder in Indien. Und ich muss mit der Truppe für ein paar Tage weg. Wollen wir, ja? Wir haben diese Schlacht schon öfter erfolgreich geschlagen. Und wir haben nie auch nur eine einzige Träne geweint. Weißt du noch? Ja, Daddy. Ja. Und diesmal wird es eine sehr schwere Schlacht. Aber wir sind gute Soldaten, nicht wahr? Ja, Daddy. Dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen, wie zu Hause. Ja, Daddy. Also dann, nach oben das Kinn. Geh zum Fenster und sieh hinaus. Also, sag es so wie früher. Mein Daddy muss heute von mir gehen, doch werde ich ihn bald wiedersehen. Denn plötzlich, ehe wir uns versehen, wird er wieder vor mir stehen. Mein Daddy muss heute von mir gehen, doch werde ich ihn bald wiedersehen. Denn plötzlich... Ich kann es nicht. Ich kann es heute nicht. Du weinst ja auch. Offenbar sind wir doch nicht so gute Soldaten, wie wir dachten. Oh, doch sind wir. Jetzt schaffe ich es. Mein Daddy muss jetzt von mir gehen. Doch werde ich ihn bald wiedersehen. Und plötzlich, ehe wir uns versehen, wird er wieder vor mir stehen. Ich schaff das! Ich schaff das!
Ich nehme an, das ist sowas wie Krieg. Du bist der Feind und du bist meine treue Lanze. Also fertig? Zielen? Feuer! Autsch! Für diesen Krieg muss ich die Reserven anfordern. Chulam, guck mal, ist im Hai. Guten Morgen. Die junge Sahib spricht Hindustan. Ich habe immer nur in Indien gelebt. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Missy Sahib, das höre ich sehr gerne. Missy Sahib wohnt jetzt in England. Nur bis mein Vater geschafft hat, dass die Buren sich benehmen. Missy Sahibs Vater ist Soldat? Ja, mein Vater ist ein Captain. Captain Crew. Ich bin Sarah. Und wie heißt du? Ich bin Ram Dash. Ich bin Diener bei Lord Wickham. Und ihre Ladyschaft Rani. Ramdas! Ja, du vernachlässigst schon wieder deine Pflichten. Füttere den Vogel und dann wieder an die Arbeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme jetzt jeden Morgen ans Fenster. Dann können wir immer über Indien reden. Guten Morgen, Sarah. Oh, guten Morgen. Fertig fürs Frühstück, Liebes? Naja, ich hab's versucht, aber mit den Knöpfen komme ich nicht so zurecht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Komm, ich helf dir. Knöpfe sind ziemlich lästig, nicht wahr? Ich hatte bisher noch nie solche Knöpfe, aber ich lerne das noch. Davon bin ich überzeugt. Leg ihn auf mein Knie. Ja, bitte? Guten Morgen, Becky. Guten Morgen. Hat die junge Lady Schuhe, die geputzt werden sollen? Naja, die von gestern könnten's vertragen. Ich hol sie. Nein, ich hol sie. Oh, ich bitte um Entschuldigung, Miss. Hast du dir wehgetan? Nein, Miss. Sie müssen mir nicht helfen, Miss. Halt einfach die Arme hoch, dann packe ich sie da rein. Oh nein, Miss. Wenn das Miss Menschen sieht. Kannst du noch zwei mehr halten? Ja, Miss. So, das war's. Alles in Ordnung? Mhm. Musst du die ganzen Schuhe putzen? Ja, Miss. Und das macht sie ganz großartig. Oh, vielen Dank, Miss. Danke, dass du meine Schuhe putzt. Oh, tut mir leid, Miss. Das macht doch nichts. Wiedersehen, Becky. Auf Wiedersehen. Puh, dann ist die Schule ja vielleicht doch nicht so schlimm, wenn sie und Becky hier sind. Oh, wir müssen uns beeilen, liebes Miss Minchin. Hasst Unpünktlichkeit. Sagen Sie, Miss Rose, ist Miss Minchin wirklich so böse, wie sie aussieht? Was muss ich denn heute alles tun? Nach dem Frühstück hast du erstmal eine Stunde rechnen. Oh, das mag ich nicht. Dann Englisch, dann Französisch, dann eine in Rhetorik und Benehmen, Geschichte und Geografie. Oh, da bin ich aber ordentlich beschäftigt. Und wann darf ich mein Pony reiten? Am Nachmittag, so ab 4 Uhr. Oh. Kinder, unsere neue Schülerin Sarah Crew kommt jetzt zum Frühstück. Wie ihr sehen konntet, ist Captain Crew ein angenehmer Mensch und seine Familie ist höchst angesehen. Ich erwarte, dass ihr sie entsprechend behandelt. Nehmt eure Plätze ein. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Wie schön, dass du mit uns frühstücken möchtest. Hast du gut geschlafen? Nein, habe ich nicht, danke. Komm, setz dich. Lavinia, du und Jessie, ihr rutscht einen Stuhl weiter. Nach dem Vorfall wird Sarah an meiner rechten Seite sitzen. Wieso, Miss Minchin? Das war immer mein Platz. Lavinia. Segne uns und diese deine Gaben, die wir von deiner milden Güte zu uns nehmen, durch Jesum Christum, unseren Herrn. Warum streust du Salz auf deinen Teller? Falls sie fragen, ob ich eins von ihren Eiern haben möchte. Mr. Geoffrey, soll ich das Pony für das kleine Mädchen satteln? Ich denke nicht, Sandy. Wir nehmen lieber die Stute für ihre ersten Stunden. Sehr gut, Sir. Komm, mein Junge. Oh, hallo. Hallo, Geoffrey. So ein Glück. Die alte Dame hat dir erlaubt, rauszugehen. Sarah, das ist Mr. Geoffrey Hamilton. Die kleine Miss Crew ist unsere neue Schülerin. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Sarah. Ich glaube, ich soll dir Reiten beibringen.
Reiten beibringen, aber... Das sind für mich 2 Schilling extra. Oh, sind 2 Schilling extra viel Geld? Es kommt immer drauf an. In meiner Situation ist es ein Vermögen. Also wenn das so ist, dann muss ich mich wohl unterrichten lassen. Ist mein Pony gesattelt? Ich denke, für die ersten Stunden nehmen wir etwas Zahmeres. Oh, das sollte ich meinem Pony dann aber lieber erklären. Ich will ihm nicht wehtun. Völlig richtig. Ponys sind ziemlich sensible Tiere. Erklär ihm die Situation genau. Es steht gleich in der ersten Box. Das kann aber ein Weilchen dauern. Kein Problem. Wir warten in der Geschirrkammer. In Ordnung. Oh, hallo, General. Freust du dich, dass ich hier bin? Na ja, wenn Mr. Jeffrey mir was noch Zahmeres als dich gibt, fürchte ich, das wird ein ziemlich lahmer Ausritt. Rose, dich bedrückt doch etwas, sag schon. Mrs. Minchin hat meine Donnerstagnachmittage gestrichen. Aber wieso das? Wahrscheinlich hat man uns zusammen gesehen. Was bedeutet, dass wir uns nicht mehr alleine sehen können? Natürlich nicht. Egal, was Mrs. Minchin sagt, wir lassen uns nicht abhalten. Also ich verstehe diese Frau nicht. Wovor hat sie Angst? Warum will sie nicht, dass wir uns sehen? Klatsch, nehme ich an. Sie lebt nur für ihre Schule und fürchtet ständig um die Reputation. Unsinn, sie fürchtet, eine Lehrerin zu verlieren, die fast nichts kostet. Das dürfen wir nicht zulassen, ich werde mit ihr sprechen. Oh nein, Liebling, das darfst du nicht. Sie würde uns auf der Stelle beide entlassen. Das wird sie vielleicht nicht mehr können, wenn sich die Dinge in Südafrika weiter so entwickeln. Du meinst, du meldest dich? Würdest du es nicht wollen, wenn sie Freiwillige suchen? Ach, Schatz. Natürlich müsstest du gehen. Oh, Jeffrey. Du musst dir keine Sorgen machen. Die Burenkrawalle werden bestimmt nicht so tragisch werden. Ich fürchte, ich muss den Besuch noch ein wenig ausdehnen. Mr. Bertie, ist auch einer für die kleine Prinzessin dabei? Wart's ab, mein Kind, wir werden sehen. Nämlich, wenn sie von ihrem Vater öfter nichts hört, dann guckt sie immer so traurig. Und das tut mir weh. Keine Sorge, mein Kleines. Diesmal ist einer dabei. Oh, wie mich das freut, Sir. Lost a week, a gunner and he came at all. Nice old geezer with an obstacle. Cease my missus takes his top that off. In a very gentle money wine. What a cheer. All the night is cried. Ooh, you're gonna meet Bill. Everyone the street Bill. Love, love, I thought I did a die. And not with the old gentle. Hast du Post? Ja, von Daddy. Oh, wie schön. Ist es aber nicht. Schlechte Nachrichten. Wirklich? Was schreibt er denn? Er sagt, die Buren benehmen sich nicht so, wie er es erwartet hat und er ist vielleicht zu meinem Geburtstag nicht hier. Aber es dauert ja noch einige Monate. Bis dahin kann noch so vieles passieren. Vielleicht kommt er ja doch. Ich schreibe Miss Minchin, dass sie dir eine Geburtstagsfeier ausrichten soll, die genauso ist, als wäre ich dabei. Geh ab und zu ausgiebig bummeln und kauf dir alles, was dein Herz begehrt. Also, und zum Schluss noch das Allerwichtigste, mein Schätzchen. Ich möchte, dass du um Punkt 2 Uhr deine Geburtstagsfeier unterbrichst. Schließ deine Augen und schick mir einen Kuss. Meine Augen werden auch geschlossen sein. Und ich werde in Gedanken bei dir sein und dir auch einen Kuss geben. Ist er nicht der wunderbarste Mensch auf der ganzen Welt? Mit einer Ausnahme. Oh ja,
Mr. Geoffrey ist wirklich auch sehr nett. Was ist das? Was sind das denn für Leute? Das sind Freiwillige. Südafrika, Miss Ruth? Ja, Schätzchen. Sie werden unsere armen Soldaten in Mafeking unterstützen. Ist irgendwas mit den Soldaten in Mafeking? Die Buren haben sie eingeschlossen. Und unsere Leute haben es nicht geschafft, zu ihnen durchzukommen. Oh. Sie sind hungrig und durstig und verzweifelt. Aber sie halten aus wie wahre britische Soldaten. Rose! Mein Daddy ist in Mafeking! Schätzchen, es tut mir so leid. Das wusste ich nicht. Oh, Miss Rose! I know my Daddy! Schätzchen, du musst nicht weinen. Ich bin sicher, alles wird gut. Guten Tag, Mr. Geoffrey. Guten Tag, Martha. Ist Miss Sarah fertig für ihre Reitstunde? Ja, Sir. Sie muss jede Minute hier sein. Danke. Oh! Sind wir soweit? Hallo, Geoffrey. Die beiden hübschesten Frauen der Welt. Wieso hast du deine Reitsachen nicht an? Oh, ich kann heute nicht. Irmgard braucht Nachhilfeunterricht. Und das dauert den ganzen Nachmittag? Ich fürchte ja. Ich muss ihr beibringen, wie man Konstantinopel schreibt. Du liebe Zeit, das kann Monate dauern. Überlass das mir. Wollen wir los? Hast du geweint? Du hast geweint, du hast noch Tränen in den Augen. Das ist nur der Nebel in London. Na gut, wenn's nur das ist, dann ziehen wir los. Mr. Geoffrey, ist es schlimm, wenn wir heute mal nicht reiten? Natürlich nicht, aber darf ich fragen, warum nicht? Ich möchte mit Ihnen reden. Na gut. Es geht um Mafeking. Sind die Soldaten dort wirklich hungrig und krank und von allem abgeschnitten? Wissen Sie, mein Vater ist dort und ich muss es genau wissen. Nein, so schlimm ist das alles gar nicht. Unsere Männer haben es nicht gerade leicht, das stimmt. Aber sie stehen es durch. Wir schicken im Moment jeden Tag frische Truppen. Sie werden Mafeking ganz sicher in 0, nichts befreien. Jeden Tag fällt es mir schwerer, mir einzureden, dass er in Sicherheit ist. Sei unbesorgt. Hör zu. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Ich habe mich heute eingetragen, aber Miss Rose weiß es noch nicht. Ich werde bald selber nach Südafrika gehen. Nach Mafeking? Ich bin froh, dass mein Vater Hilfe kriegt. Na klar. Wir holen ihn da raus. Was zum Teufel tust du denn hier? Hallo. Antworte, du unverschämter Bengel. Was tust du hier? Hab keine Angst, Sarah. Das ist nur mein Großvater. Glaub ihm kein Wort, junge Frau. Ich habe ihn enterbt, als er geboren und wurde. Wir lieben uns wirklich. Selbstverständlich tun wir das. Was? Wir tun nichts dergleichen. Würdest du bitte damit aufhören, meine am besten bezahlende Schülerin anzubrüllen? Bezahlende Schülerin? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Ich bin der Rittmeister in dieser exklusiven Schule für junge Ladies. Du nutzt die Gelegenheit meiner Abwesenheit, um Rittmeister zu werden? Und das direkt neben meinem Haus? Wo bleibt dein Familienstolz? Tja, Sir, der Mensch muss essen und Familienstolz ist eine sehr magere Diät. Ach, du willst mich erpressen, hä? Du glaubst wohl, ich kauf dich frei. Daran habe ich nicht gedacht, aber die Idee ist nicht schlecht. Erst möchte ich dich gehängt und gevierteilt sehen. Wenn ich die Frau treffe, der die Schule gehört, werde ich dir Knüppel zwischen die Beine werfen. Tu das! Wenn sie erfährt, dass Lord Wickham mein Großvater ist, erhöht sie vielleicht mein Gehalt. Sie sind fertig, Miss Sahib, und Lord Wickham kommt hier. Ich lauf weg! Unverschämter Bengel! Genau wie sein Vater! Rittmeister! Bah! Vielleicht sind Sie ja stolz auf ihn, aber er ist bestimmt nicht stolz auf Sie. Er ist harmlos. Hunde, die bellen, beißen nicht. Das hoffe ich doch. Wieso ist er so böse auf Sie? Er ist es in Wirklichkeit nicht. Er war auf meinen Vater böse. Ich bin damit reingezogen worden. Eigentlich will er nur, dass ich komme und ihn um Hilfe bitte. Dann würde er mir aus der Hand fressen. Ich glaube nicht, dass ich wollte, dass er mir aus der Hand isst. Würde es dir denn gefallen, wenn ich dir aus der Hand esse? Sie? Das wäre schon was anderes. Das werde ich, wenn du mir einen Gefallen tust. Einen überaus wichtigen. Oh, könnte ich das? Ich weiß sogar, dass du die Einzige auf der Welt bist, die das könnte.
Ich möchte, dass du Miss Rose überredest, am Mittwoch mit dir bummeln zu gehen. Bummeln? Ja, bummeln. Als Ausrede für Miss Minchin. Hör mir zu. Ich habe Miss Rose die Frage aller Fragen gestellt. Wirklich? An Miss Rose? Ja, ob sie mich heiraten Hat will. Hat sie gesagt, sie würde? Ja, aber wir werden es Mittwoch heimlich tun. Oh, das ist ja wundervoll. Aber du darfst es keinem erzählen. Keiner Menschenseele. Nicht einmal Emily. Gutes Kind. Und jetzt muss ich los. Ich habe eine wichtige Besorgung zu erledigen. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was es ist. Es ist aus Gold und glänzt. Wie recht du hast. Ja, bitte. Was gibt es? Ich bin sehr beschäftigt. Miss Minchin, haben Sie kurz Zeit für mich? Oh, Sarah, du. Wo drückt der Schuh denn? Ich möchte Sie um einen großen Gefallen bitten. Ja? Mr. Geoffrey zieht doch demnächst in den Krieg und er war immer so nett zu mir. Ich würde sehr gerne etwas Gutes für ihn tun, denn das ist doch meine soziale Pflicht. Das haben Sie uns doch so gelehrt. Wenn jemand nett zu einem ist, dann soll man auch nett zu ihm sein. Weißt du, etwas für Mr. Geoffrey zu tun, fällt schwerlich in die Rubrik soziale Pflichten. Aber was möchtest du denn für ihn tun? Ich würde ihn gern zum Tee einladen. Hier in der Schule? Oh, darf ich bitte? Wo er doch in den Krieg muss. Nun, ich nehme an, dass es nicht unschicklich wäre, weil er einer der Lehrer ist. Aber erwähne es den anderen jungen Damen gegenüber nicht. Nein, Miss Minchin. Danke, Miss Minchin. Oh, vielen Dank, Miss Minchin. Wir müssen etwas essen. Ich finde, das sind wir der kleinen Sarah schuldig. Ich denke, sie versteht das schon. Du hast deinen Ring vergessen. Nein, habe ich nicht. Schau. Ich habe immer Angst, ich vergesse ihn abzunehmen und trage ihn vor Mrs. Minchin. So wie gestern geschehen. Zum Glück hat sie ihn nicht gesehen. Ich würde es dem alten Mädchen zu gern erzählen. Das darfst du jetzt nicht tun, Schatz. Schon klar. Bereust du, dass du mich geheiratet hast? Als wenn du das nicht wüsstest. Ich wollte es nur noch mal hören. Oh, mein Schatz. Ich werde von der Erinnerung an die letzte Woche zehren, wenn ich von dir fort bin. Dann ist es, als wären wir zusammen, nicht wahr? Weil ich auch davon zehren werde. Ich dachte, Mr. Hamilton sei bei dir zum Tee. Ist er auch. Ich meine, er war, aber... Wer ist da drin? Oh nein, bitte nicht da rein, Miss Minchin. Oh nein! Miss Minchin, Miss Rose und ich... Wir verabschieden uns, Miss Minchin. Sie wagen es, den Ruf meiner Schule auf diese Weise aufs Spiel zu setzen. Es ist nichts passiert, was dem kostbaren Ruf Ihrer Schule schaden könnte. Sie müssen wissen, dass Miss Rose... Geoffrey! Um meinetwillen! Oh bitte, Miss Minchin! Es war alles meine Schuld! Sei still! Da Sie hier sind, um sich zu verabschieden, tun Sie das. Jetzt! Wiedersehen, Geoffrey. Auf Wiedersehen, Mr. Geoffrey. Auf Wiedersehen. Sarah, ich erwarte eine Erklärung von dir. Ja, Miss Minchin. Sobald mir eine eingefallen ist. Sie mussten sich 7 lange Monate wie die Ratten verkriechen. Wir müssen mehr Truppen nach Marfikin schicken, auch wenn es jeden Mann in England braucht. Ganz Ihrer Meinung. Das finde ich auch. Nein! Nein! Oh, mein Junge! Oh, mein Junge! Mein Junge! Oh! Sie haben meinen Jungen umgebracht! Ich weiß, Soldaten müssen einiges aushalten. Und mein Daddy ist ein guter Soldat. Aber sie warten schon so lange auf Hilfe. Bitte unternimm sofort was wegen Marfikin, ja? Sonst sind sie verloren. Und mein Daddy kommt nicht mehr zurück.
Oh. Ist das nicht wundervoll? Sarah. Oh, Miss Rose, Sie sind befreit. Mein Daddy und Mr. Joffrey sind gerettet. Was ist denn los? Nichts ist passiert. Nichts, gar nichts. Muffin King ist befreit. Das ist ja großartig. Oh, Miss Mitchell, ist das nicht wundervoll? Hören Sie den Jubel? Das ist ja großartig. Bitte. Es ist ein wunderbarer Glücksfall, dass Sarahs Geburtstag auf den Tag fällt, an dem wir den glorreichen Sieg der Armee ihrer Majestät feiern. Und nun, Sarah, möchtest du den Kindern deinen Geburtstagswunsch erklären? Ich bin sehr glücklich, dass ihr mit mir feiert. Und ich dachte, ich möchte euch gerne beschenken und nicht nur Geschenke bekommen, um zu zeigen, wie dankbar ich dafür bin, dass mein Vater gerettet werden konnte. Können wir jetzt die Geschenke verteilen? Ja, aber du bekommst deine zuerst, Sarah. Das ist von mir. Oh, danke, Miss Minchin. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man näht. Und das von der ganzen Schule. Und ein Bild von deinem Geburtsland Indien. Oh, danke, vielen Dank und nochmal Dank. Dann muss ich mich nicht mehr so anstrengen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre wieder dort. Und jetzt möchtest du den anderen ihre Geschenke geben? Ja, furchtbar gern. Sie sind alle hier und eure Namen stehen drauf. Hier, bitte für Sie, Miss Rose. Oh, wie nett. Und würden Sie mir bitte mit den anderen helfen? Natürlich, Sarah. Und das ist für Sie, Miss Minchin. Hier für dich. Oh, wie fürsorglich, Sarah. Oh, danke. Und, ist das toll. Hier für dich. Und wie hübsch. Und das ist für dich. Dieses für dich. Ah, und da ist ja auch eines für dich. Von einem alten Soldaten für den Jüngeren. Das bin ich in jungen und glücklichen Tagen. Ich war besser bekannt als Bubbling Bertie. Oh, vielen Dank. Aber das Geschenk bleibt lieber unser Geheimnis. Kein Wort darüber. Ja, so ist es. Ja. Hier, das ist von mir. Oh, danke. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Wie versprochen, kein Wort darüber. Allerdings. Oh, Miss. Oh. Hier ist mein Geschenk. Es ist nichts Besonderes. Was für schön. Oh, das ist aber auch so schön. Oh. Danke, Becky. Ja, aber ich meine, es sind bloß Stecknadeln und sie sind auch nicht ganz neu. Oh. Ja, aber liebe Becky, dafür hast du es selbst gemacht. Ja, Miss. Immer in der Nacht. Ich wusste, Sie können sich vorstellen, dass es aus Satin mit Diamanten bestickt ist. Es ist wunderhübsch, Becky. Es gefällt mir gut. Oh, wirklich, Miss? Obwohl es überhaupt nicht neu ist? Und das ist auch überhaupt nicht neu. Das ist mein Geschenk für dich. Ein Geschenk für mich, Miss? Ja, Becky, weil ich dich so gern mag. Was ist das, Miss? Ein Skarabäus aus Ägypten. Von meinem Daddy. Er sagt, er bringt Glück. Und außer dir kenne ich niemanden, der ihn haben sollte. Oh mein Gott, Miss. Ich glaube, ich falle gleich in Ohnmacht. Oh nein, Becky, nein, doch nicht jetzt. Ich habe oben in meinem Zimmer noch viel mehr Geschenke für dich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Miss. Meine süße Becky. Ja, das ist sehr schön. Miss Minchin? Pardon, Miss. Ja?
Mr. Barrow von Barrow & Skipper ist hier und würde Sie gern sehen. Heute? Ich habe ihn nicht hergebeten. Er ist wegen irgendwas furchtbar aufgeregt. Er wartet in Ihrem Büro. Meinetwegen, ich gehe. Miss Rose, das Tuch ist wunderschön. Würden Sie mir bitte sagen, wenn es kurz vor 2 Uhr ist? Ja, natürlich, Herzchen. Sie wissen doch, ich habe eine Verabredung mit meinem Daddy. Er wird um genau 2 Uhr an mich denken, Miss Rose. Ich habe die Uhr im Auge. Danke, Miss Rose. Sarah, danke für die Taschentücher. Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Ist es nicht so langsam Zeit, die Torte anzuschneiden? Oh ja, die Torte. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Barrow. Wie viel haben Sie für die Feier vorgestreckt? Nicht ganz wenig, nehme ich an. Was spielt das für eine Rolle, Captain Crewe? Ist ein wohlhabender Mann. Sein Scheck wird in Kürze hier sein. Nein, Miss Minchin. Es gibt keinen Scheck. Was? Was wollen Sie damit sagen? Der kürzlich verstorbene Captain Crewe... Der kürzlich verstorbene? Captain Crewe ist tot. Sein Name stand heute früh auf der Liste. Überdies starb er bankrott. Bankrott? Aber sein Besitz, seine Minen... Sein Besitz und seine Minen wurden vom Feind beschlagnahmt. Wollen Sie damit sagen, dass das Kind mittellos ist? Dass sie mir mit nichts überlassen ist? Sie ist ganz sicher mittellos und sie ist Ihnen auch ganz sicher überlassen. Sie hat auf der ganzen Welt keine Verwandten, soweit wir wissen. Aber das Konto Ihres Vaters ist überzogen. Ich habe die Vorauszahlung und den Scheck für die Feier erwartet. Ja, natürlich. Das ist ungeheuerlich. Jetzt musst du dir etwas wünschen, während du alle Kerzen auf einem Atem auspustest. Ich wünsche mir, dass mein Vater ganz bald wieder zurückkehrt. Und jetzt atme tief ein. Ich habe wohl keine starke Lunge mehr. Ich werde Sie auf die Straße setzen. Halten Sie das für klug, Miss Minchin. Der Ruf Ihrer Schule, Sie wissen doch. Meiner Schule? Naja, es wird sich wohl herumsprechen. Und auf die Eltern der anderen Schüler wird es keinen besonders guten Eindruck machen. Das ist leider richtig. Selbstverständlich, aber Sie könnten das Kind als Dienstmädchen beschäftigen, bis sie ihre Schulden abgearbeitet hat. Aber das würde Jahre dauern. Sicherlich, aber immer noch besser als nichts. Kommt her, Kinder, euer Eis schmilzt. Danke, Sarah. Sarah, es ist kurz vor 2 Uhr, Herzchen. Danke, Miss Rose. Oh, Daddy, ich bin in Gedanken bei dir. Und ich weiß, wo immer du sein magst. Du denkst gerade an mich, genau wie ich an dich. Oh, Miss Rose, ich habe ihn ganz stark gefühlt, das habe ich wirklich. Miss Minchin möchte dich sehen. Oh, ja, natürlich. Kinder, eure Geschenke bleiben hier. Aber wieso? Wo gehen sie alle hin? Wieso dürfen Sie Ihre Geschenke nicht mitnehmen? Du kannst nichts verschenken, was dir nicht gehört. Aber das verstehe ich nicht. Das wirst du schon noch. Geh jetzt auf dein Zimmer. Aber Miss Minchin... Sarah, geh auf dein Zimmer. Und ihr auch. Wieso können wir unsere Geschenke nicht behalten? Sag uns endlich, was das bedeutet. Was ist denn passiert, Miss Minchin? Was immer der Grund ist, so unfreundlich muss man nicht sein. Sei still. Captain Crewe ist tot. Sein Name stand heute auf der Liste. Das Kind ist auf Almosen angewiesen. Oh, Miss Minchin. Sie werden es ihr sagen. Das bringe ich nicht übers Sie Herz. Sie werden tun, was ich Ihnen auftrage. Miss Rose, was ist passiert? Warum hat Miss Minchin die Feier beendet? Sarah. Komm, ich möchte mit dir reden, Liebes. Oh, Herzchen. Oh, Miss Rose, was ist denn? Sarah. Du bist die Tochter eines Soldaten. Und das bedeutet, dass man tapfer und mutig sein muss, nicht wahr? Egal, was passiert. Oh, Miss Rose, ist etwas Schreckliches passiert? Dein Vater. Aber meinem Vater geht es gut. Marfa King ist befreit, Sie haben es doch selber gehört. Die Hilfe kam nicht rechtzeitig für ihn. Sein Name stand heute Morgen auf der Liste. Sie meinen, er ist verwundet? Nein, Herzchen.
Mein Daddy ist... Oh, Sarah, es tut mir so leid. Das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Das ist unmöglich. Er ist nicht tot. Er ist nicht... Haben Sie... Ja. Sie dürfen gehen. Sarah, es ist dir wohl klar, dass du nicht länger in diesem Zimmer bleiben kannst. Also bitte komm mit. Das wird in Zukunft dein Zimmer sein. Ich werde deine Möbel und Kleider verkaufen, um einen Teil dessen zu bezahlen, was dein Vater mir schuldet. Normalerweise gehörst du in eine gemeinnützige Anstalt. Aber ich habe mich entschlossen, dich hier zu lassen. Du wirst selbstverständlich Pflichten zu erfüllen haben. Ich hoffe, du dankst mir die Güte, dich nicht wegzuschicken. Ich habe in deinem Schrank ein schwarzes Kleid gefunden. Deswegen gibt dir eines der Mädchen dieses. Es wäre wohl angebracht, es sofort anzuziehen. Ich lasse dir ein paar Schuhe hochbringen. Stehen. Und Miss Minchin will tatsächlich alle ihre Sachen verkaufen. Es war gemein, dass wir die Geschenke zurückgeben mussten. Na, was sagt ihr jetzt zu eurer kleinen Prinzessin? Hä? Oh, Miss! Wenn ich irgendwas für sie tun kann. Nein, Becky. Danke. Sarah, es tut mir leid. Sarah, ab heute wirst du nicht mehr mit uns essen. Geh in dein Zimmer und bändige deine Locken. Dann geh in die Küche. Na los, geh schon. Mädchen? Lavinia, setz dich wieder auf deinen alten Platz. Mrs. O'Connor? Oh, hat die Mrs. dich zu mir runtergeschickt, ja? Miss Minchin sagt, ich bekomme mein Frühstück hier. Ja, du bekommst dein Frühstück und du wirst dafür arbeiten. Ich würde gerne helfen. Ach, wirklich? Oh, kannst du nicht aufpassen? Sieh nur, was du angerichtet hast. Dein Frühstück ist heute gestrichen. Min, ja? Übernimm du den Toast für die Mrs. Ja, mache ich. Es kommt hoch. Hier ist dein Frühstück. Setz dich da an den Tisch. Wir verkehren hier nicht mit Königlichen. Darf ich Ihnen servieren, Miss? Nein, darfst du nicht.
Du kannst dich dazusetzen und zusehen, wie sie ist. Das wird dir vielleicht eine Lehre sein. Oh, bitte, Mrs. O'Connell, darf ich Becky mein Frühstück geben? Ich habe heute früh nämlich keinen Hunger. Wenn du willst, gib es der Katze. Geh an die Arbeit. Du kannst abwaschen. Nein, Miss, ich möchte es nicht. Die Post ist gerade gekommen. Miss Rose, ich nehme die Post, wenn Sie gestatten. Mein geliebtes Mädchen, seit dein Brief mich erreicht hat, habe ich wie ein Verrückter nach einem Ausweg für dich gesucht. Aber er ist gefunden. Mein Großvater ist weich geworden. Ich bin ihm dankbar und hoffe, das Geld und meine Liebe werden dir dabei helfen, zu ertragen, was vor dir liegt. Geoffrey. Und Sie sagten, das Mädchen ist Lehrerin an Ihrer Schule? Sie war. Ich habe ihr heute gekündigt. Wir werden nicht wieder von ihr hören. Und ich war nicht abgeneigt, dem Jungen eine ansehnliche Summe zu überschreiben, wenn er zurückkommen sollte. Ich habe mich sogar lächerlich gemacht und ihm einen Scheck geschickt. Dann war es ja richtig, ihn an mich zu nehmen. Er wollte ihn ihr geben. Sie mögen das Mädchen nicht besonders, oder? Schwerlich unter diesen Umständen. Und sind Sie sicher, dass sie keine berechtigten Ansprüche an ihn hat? Sie war ein Findelkind. Ich habe sie großgezogen. Sie hätte sich mir wohl erklärt, wenn ihre Liebe ehrbar gewesen wäre. Ramdas! Ja, Sahib? In Zukunft werden Briefe oder Telegramme, die von Mr. Geoffrey kommen, ungeöffnet wieder zurückgeschickt. Wie Sie wünschen, Sahib. Becky? Komm rein, Becky. Ich bin froh, dass Sie noch nicht schlafen, Miss. Ich fürchte mich so sehr. Ja, ich möchte wissen, wo Miss Rose ist. Sie fehlt mir furchtbar. Wir sind jetzt ganz allein auf der Welt, nicht wahr, Miss? Nein, nein, wir sind nicht allein. Da ist mein Vater, verstehst du? Ihr Vater? Aber die Köchin sagt... Das darfst du nicht sagen. Das stimmt nicht. Er ist nicht tot. Er ist krank oder verwundet, sonst hätte er nach mir geschickt. Aber er ist sicher nicht tot. Wie können Sie das wissen, Miss? Ich fühle das ganz tief in mir drin. Und manchmal höre ich ganz deutlich, wie er mich ruft. Gütiger Gott, Miss. Du! Aber du rauchst! Wie du sehen kannst. Heute, meine gute Dame, steht die britische Armee hinter mir. Die Uniform? Du willst doch nicht in den Krieg doch, ziehen. Doch, in die Höhle des Löwen, wenn es sein muss. Aber wieso? Weil mir deine Tyrannei furchtbar auf die Nerven geht. Und deine Behandlung von Rose und Sarah gab den Ausschlag. Ich lass mich lieber auf dem Schlachtfeld peinigen, als mir das mit anzusehen. Du wagst es, mich zu kritisieren? Da staunst du, was? Aber es beweist, dass ich das Selbstvertrauen habe, meine Männer in die Klauen des Todes zu führen. Mit meiner Hilfe brauchst du danach nie wieder zu rechnen. Das beunruhigt mich nicht. Wenn die blutrünstigen Buren mich verschonen, werden die Zuschauer Bubbling Bertie wieder auf der Bühne sehen. Hubert, das würdest du mir doch nicht antun. Oh, meinst du? Na denn, tata, altes Mädchen.
passiert bitte, Sir? Ja, Kleines. Waren Sie bei der Belagerung von Muffet King? Ja, da habe ich die Kugel aufgehalten, die mich aufgehalten hat. Kennen Sie dann meinen Vater? Dein Vater? Verrätst du mir seinen Namen, Kleines? Captain Reginald Crewe. Dein Vater ist ein Captain? Ja. Sie sagen, er ist tot, aber ich weiß, das stimmt nicht. Ich habe schon so viele Soldaten nach ihm gefragt. Ich hoffe, Sie können es mir sagen. Nein, Kleines. Tut mir leid, ich kann nicht. Aber wieso fragst du nicht im Krankenhaus da? Vielleicht haben sie ja eine Akte über ihn. Danke, Sir. Das werde ich tun. Augenblick bitte, Sir. Wenn das nicht die kleine Prinzessin ist... Sie sind Mr. Bertie. In Person. Aber ich dachte, Sie sind im Krieg. Nein. Lord Roberts wollte es natürlich, aber er sagte, Bertie, alter Junge, die Verwundeten brauchen dich. Also bleib hier und amüsier die armen Soldaten, die für uns gelitten haben. Ich bin also praktisch der Kommandeur dieses Krankenhauses. Oh, Mr. Bertie, ob mein Vater vielleicht da drin sein könnte? Dein Vater, Prinzessin? Ja, sehen Sie, ich weiß, dass er nicht tot ist. Deswegen suche ich und suche ich. Er könnte unter den Verwundeten sein, oder? Ja. Ich bin fast sicher, dass er irgendwo ist. Und wenn Sie hier das Sagen haben, könnte ich mich mal umsehen? Na ja. Bitte. Ja, ja, natürlich darfst du. Solche Dinge können passieren, ich weiß. Mr. Bertie, wieso grüßen die nicht, wenn sie hier der Kommandeur sind? Naja, weißt du, die Disziplin in Krankenhäusern ist eher lasch. Oh. Da sind sie ja, Major. Wir warten in Abteilung B auf sie, das ist eine Menge Müll. Gut, ich werde einen meiner Männer hinschicken, der kümmert sich drum. Wie bitte, einen ihrer was? Meinetwegen zwei Männer, wegtreten. Ordonnanz? Sir? Was macht das Kind vor der Besuchszeit hier drin? Naja, es ist was, so, was, was? Bitte, Sir, der Major hilft mir, meinen Vater zu finden. Der Major? Für Sie, Sir. Sehen Sie, wir sind alte Freunde. Ich kenne Ihren Vater, Captain Crewe. Er gilt als gefallen in Muffet King. Die Kleine ist sicher, dass es sich um einen Irrtum handelt und ich helfe ihr bei der Suche. Können Sie mir etwas über meinen Vater sagen, Sir? Tut mir leid, Kleines, ich kann es leider nicht. Weiter so, Major? Ja, Sir. Danke, Sir. Sieh dich ruhig um. Sie müssen wissen, der Vater der Kleinen ist gefallen, aber sie besteht darauf, dass er lebt. Deswegen lasse ich sie sich umsehen. Wir versuchen eine andere Abteilung. Achtung, Männer! Achtung! Offizielle Inspektion! Hier ist er auch nicht. Aber vielleicht weiß jemand was über ihn. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Waren Sie bei der Belagerung von Muffet King dabei? Ja, war ich, Kleines. Da habe ich mir den Stich eingefangen. Das Vieh war nicht größer als eine Distelwolle, aber hat mich voll erwischt. Ja, Ihre Mücken da unten sind viel schlimmer als Ihre Gewehre. Dann haben Sie Captain Crewe wahrscheinlich nicht gekannt. Bei dem hohen Fieber, das ich hatte, hätte ich meinen eigenen Vater nicht gekannt. Vielen Dank, Sir. Geht in Ordnung, Kleines. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Waren Sie bei den Truppen in Muffet King? Ja, ja, natürlich war ich. Das war da, wo ich weggelaufen bin, weißt du? Dann haben Sie meinen Vater gekannt, Captain Crewe? Ja, ja. Aber ja. Das ist ein hübscher Officer, oder? Er hat sich wacker geschlagen. Wo ist das gewesen und wo ist er jetzt? Wer denn? Mein Vater! Oh, ein Soldat, mehr oder weniger. Wo ist da der Unterschied? Sieh mal, ich mach Tausende für England, siehst du? Richtig starke Jungs, die nicht so viel Angst haben wie ich. Ich hatte Angst vor dem Krach. Deswegen bin ich weggelaufen. Er sagt, er kennt meinen Vater, aber er sagt sonst nichts. Er lebt in
seinen Träumen, Sarah. Er weiß nicht, was er sagt. Komm, wir gehen. Geh noch nicht, Kamerad. Ja. Sing uns erst was vor. Ja, das ist eine gute Idee. Wie sieht's aus, Herzchen? Wollen wir sie ein bisschen aufheitern mit unserem alten Lied? Heute nicht, Mr. Bertie. Na komm schon, dabei vergessen wir unsere eigenen Probleme und tun was für die Jungs. Na gut, ich versuche es. Oh, du bist ein Schatz. Was ist mit The Old Kent Road? Das finde ich gut. Mackie spielt für euch. Ja, hau in die Tasten, Mackie. Every evening at the stroke of me and the missus takes a little review. Sigh, oh wonderful, they're still alive. If you saw that little donkey go, when we start the blessed donkey stops, he won't move, so on I quickly ups. Pals start a wagon and when down he drops, someone says he wasn't mine to go. Mr. Bertie, meinen Sie, ich kann morgen wiederkommen und gucken? Du darfst nicht so oft weglaufen, Prinzessin. Sie bestraft dich sonst. Ich werde mir die Verwundeten genau ansehen, wenn sie reinkommen. Sie glauben überhaupt nicht daran, dass er wiederkommt, oder? Doch, doch, natürlich tue ich das. Und das wäre nicht das erste Mal, verstehst du? Dann komme ich lieber. Vielleicht erkennen Sie ihn nicht, wenn er sich sehr verändert hat. In Ordnung, Herzchen. Komm her. Auf Wiedersehen, Mr. Bertie. Auf Wiedersehen, Herzchen. Habt ihr Hunger? Hier. Arme kleine Kerlchen. Heute früh will mich sowieso niemand. Guten Morgen, Missy Sahib. Guten Morgen, Ramdas. Fütterst du deine kleinen Freunde? Natürlich, aber viel konnte ich von meinem gestrigen Abendessen nicht aufheben. Ja, die Vögel haben es schwer, wenn der Schnee kommt. Oh, Rani! Rani! Oh, Rani! Rani, ich glaube, du weißt, dass du ungezogen warst und du genießt es auch noch. Rani! Schäm dich! Hier, sie sitzt auf dem Bücherregal. Bücherregal? Oh, ich vergaß. Ich stell mir mal vor, das sei ein Bücherregal voller schöner Bücher. Oh, dann nehme ich sie lieber weg, bevor sie deine Dickens-Ausgabe ruiniert. Ist das dein Zimmer, Missy Sahib? Ja, es ist gemütlich und so hoch über allem. Es ist fast wie ein Nest in einem Baum. Ich kann mich auf mein Sofa legen und durch das Fenster am Dach da oben den Himmel betrachten. Sofa? Es sieht mehr wie ein weiches Sofa aus, wenn es frisch gemacht ist. Dann kann man sich vorstellen, dass es voller Decken und schöner Kissen ist, in die man sich kuscheln kann. Sicher brennt da ab und an mal ein Feuer. Naja, sich das vorzustellen fällt am schwersten, besonders nachts. Aber es ist schön, wenn man es kann. Der Rost glänzt, wenn er frisch poliert ist. Und das Feuer flackert dann ganz hell. Oh, Miss. Oh, schnell, Miss. Die Köchin braucht sie und sie hat furchtbare Laune. Oh, mein Gott. Entschuldigen Sie, wenn ich weglaufe, aber ich muss zum Schlachter. Wenn ich mich nicht beeile, zieht sie mir die Ohren lang. Oh, hören Sie, Lazarettschiff Mercy eingetroffen, 1200 Verwundete ausgeladen. Sind irgendwelche Namen genannt? Da ist keine Liste. Oh, ich hoffe, mein armer Harry ist dabei. Ein verwundeter Ehemann ist besser als gar kein Ehemann, oder Miss? Becky, ich muss zum Krankenhaus, bevor Sie um 9 die Tore für die Besucher schließen. Ich muss es schaffen, hörst du? Ja, Miss. Sarah! Du Trampeltier, das bezahlst du mit deinem Abendbrot. Oh, Ma'am. Sie hatte schon kein Mittagessen. Sie haben es abgeräumt, bevor sie vom Einkaufen zurück war. Oh, was glaubst du, mit wem du redest? Ihr geht beide hungrig ins Bett. Und jetzt räumt die Schweinerei hier auf. Los, macht schon! Tut
traurige Fälle dabei diesmal, ja, Doktor. Ja, arme Teufel. Ah, hallo, Doktor. Doktor, dieser Mann ist unbekannt. Seine Papiere sind verloren gegangen. Delirium nach Malaria. Wir machen uns große Sorgen um ihn, Sir. Anämie, herzunregelmäßig, Atmung flach. Das war zu erwarten. Aber er ist verwirrt, Sir. Er hatte noch keinen lichten Moment. Zeitweilige Paralyse einiger Nervenzentren oder vielleicht ein Blutgerinnsel. Eher das Letztere. Er hat eine hässliche Kopfwunde. Sarah. Er ruft immer wieder nach dieser Person, Sarah. Konnten Sie rausfinden, wer Sarah ist? Unmöglich, Sir, bis wir wissen, wer er ist. Sarah. Sarah. Sie müssen jetzt gehen, Miss. Ich mache das hier fertig für Sie, ja? Danke, Becky. Ich werde fliegen müssen. Ja, Miss. Immer langsam mit den jungen Pferden. Wo willst du denn hin? Also ich... Miss Lavinia braucht Kohlen für ihr Feuer. Na, mach schon. Oh, Sarah, du siehst ja schrecklich aus. Du siehst aus, als hättest du Hunger. Hast du vielleicht wirklich Hunger, Sarah? Ja, ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger, dass ich dich essen könnte. Nicht so sparsam. Mein Vater bezahlt dafür. Einen Moment. Unsere Prinzessin hat es aber eilig. Könnte es sein, dass du zu einem Ball möchtest? Komm zurück und mach den Dreck da weg! Ich brauche mein Tuch. Gib es mir. Es liegt auf meinem Bett. Deck mich bitte zu. Es ist ein bisschen frisch hier. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Hallo, Prinzessin. Was machst du denn noch hier draußen? Ich möchte die neuen Soldaten sehen, die heute gekommen sind. Heute nicht mehr. Es ist bereits geschlossen. Aber ich muss da rein. Ich bin extra weggerannt. Aber nicht doch. Ganz ruhig, Kindchen. Bitte lassen Sie mich rein. Ich bin sicher, dass er diesmal dabei ist. Das bist du jedes Mal, Prinzessin. Tut mir leid. Lauf nach Hause und komm morgen früh wieder her. So ist es brav, Kleine. Alles klar. Gute Nacht. Von den Folgen des Fiebers wird er sich erholen. Aber wir haben es sicher mit einem Blutgerinnsel zu tun. Also empfehlen Sie eine Operation? Ja. Und Sie? Ich auch. Dr. McNeish in Edinburgh ist der richtige Mann. Ja, einverstanden. Bereiten Sie ihn für die Verlegung nach Edinburgh morgen früh vor. Ja, Doktor. Sarah. Sarah. Sarah, wo bist du gewesen? Antworte mir. Du bist ausgewesen, nicht wahr? Ja, Miss Minchin. Wie kommst du dazu, meine Befehle zu missachten? Es musste sein. Ich musste nach meinem Vater suchen. Diese lächerliche Suche nach deinem Vater. Diese alberne Einbildung, dein Vater könnte vielleicht noch leben. Das ist ungehörig. Ich habe genug davon. Du musst endlich begreifen, dass dein Vater tot ist. Sagen Sie das nicht. Er ist nicht tot. Er ist es nicht. Und sie kann mich auch nicht davon abhalten, nach ihm zu suchen. Du wagst es, in diesem Ton mit mir zu reden, du Unverschämtes!
Wir werden morgen weiter darüber reden. Ich kann kein guter Soldat mehr sein. Mir ist kalt und ich habe auch noch Hunger. Hörst du? Nein, du hörst nicht. Du hörst nicht und es ist dir auch egal. Du bist eben doch nur eine Puppe. Eine Puppe. Du hast kein Herz und kannst nichts fühlen. Du bist nur eine Puppe. Highness, please forgive me, but something has gone amiss. There is an angry woman outside to report a stolen kiss. Tell her she must go away. Come around some other day. I have told her, but she won't. You must see her. If you don't, she'll scream her head off. Tell her to hush. She won't be hushed. Then tell her to shush. I am afraid she won't be shushed. I won't be shushed. I won't be hushed. I know my rights. I know the law. And I know also what I saw. What did you see? I saw him. You saw who? I mean who? I saw that lad steal a kiss from that shameless little miss. Don't be fooled by all their shyness. They're a wicked pair, your highness. There's a law, I understand, against kissing in this land. There is a law that reads like this. No one is to steal a kiss. Ah, but princess, I've a feeling this is not a case of stealing. Silence, fool! I know the law. What I say, I saw, I saw. What I saw... She's on a seesaw. I saw, you saw, he saw, she saw. On a seesaw, on a seesaw. I saw, you saw, he saw, she saw. What she tells us may be true. And if it is, what can we do? If you ask me, we should listen to the lad who did the kissing. I object would not be wise. He would only tell you lies. Let him speak. Come, lad, this way. Now then, what have you to say? Please, your highness, I confess, when I saw such loveliness, it was too much to resist. I just thought she should be kissed. So I kissed her twice. It was very, very nice. So ye kissed her twice. It was very, very nice. There, you see, he broke the law. What I say, I saw, I saw. Please don't start all that again. But he stole a kiss, that's plain. Yes, it looks as if it's true. And I'll have to punish you. No, please. Let me say a word. It is not the way you heard. Please, he did not steal the kiss. I gave it to him, just like this. There, you see, I had a feeling this was not a case of stealing. I'm not sure. It's not quite plain. Could I see that kiss again?
have a feeling this was not a case of stealing. Right. The law has been abused. This lad has falsely been accused. He is hers and she is his'n. That old witch should go to prison. You're a very wicked woman. Princess, I am only human. Listen to the old grandmommy. You're a nasty peeping Tommy. Banish her from here forever. Never show your face here, never. Banish her from here forever. Never show your face here, never. What I say, I saw, I saw. I know my rights, I know the law. Come and sit beside me here. Your kiss has made things very clear. Thank you, Princess. Don't thank me. 'Twas that kiss that set you free. Now we are through with this arraignment. Let us have some entertainment. Bring the dancers, bring the singers, bring the good old welting ringers. Ich bin doch noch nicht wach. Sein. Ja, ich träume. Das muss ein Traum sein. Aber ich fühle die Wärme. Oh, Becky, Becky, komm schnell! Becky! Ja, Miss? Oh, Becky. Sieh dir das an. Gütiger Gott, Miss. Sehen Sie, was ich sehe? Ich weiß nicht, was du siehst, aber ich kann auch nicht glauben, was ich sehe. Ich glaube es nicht. Spürst du das? Ja, Miss, klar. Also, was siehst du? Also, ich sehe das Feuer, Miss. Und einen Tisch mit was zu essen. Und eine Bettdecke und eine Lampe und Pantoffeln. Ja, die sehe ich auch, Miss. Wie kommt das alles hierher? Hast du deine Einbildung wahr werden lassen? Ich weiß es nicht. Und so viel Schönes hätte ich mir nie erträumen können. Sieh dir die an. Die kleine Missy Sahib das wüsste, würde sie rüberkommen und ihnen danken. Ich will nicht, dass sie es erfährt. Ich brauche keinen Dank. Oh, Miss, Sie sehen so schön aus. Danke, Becky. Jetzt musst du den mal anprobieren. Oh. Ist der nicht wunderschön? Oh ja, Miss. Er ist perfekt. Und echter Satin. Mhm. Lass uns die Pantoffeln probieren. Hast du das Gefühl, dass sie echt sind?
Sie fühlen sich so weich und warm an. Meine fühlen sich auch weich und warm an. Sie sind so echt wie wir. Ich finde, wir sollten glauben, dass alles echt ist. Glauben Sie, auch das Essen ist echt? Lass uns nachsehen. Ich glaube, ich rieche Bückling. Du auch? Bückling und Zwiebeln? Was das wohl ist? Muffins! Das schmeckt wie ein Muffin. Ist es eins? Ein Muffin, wie er schmecken soll. Das muss Zauberei sein. Sollten wir nicht alles aufessen, bevor es ganz plötzlich wieder verschwindet? Wie war seine Nacht, Schwester? Er hat gut geschlafen, Doktor. Können wir ihn mit den anderen transportieren? Oh ja, die Reise übersteht er. Dann machen Sie ihn fertig für Gruppe D. Die fahren in etwa einer Stunde. Mache ich, Doktor. Ich hörte, du wurdest bestraft. Meinst du, wir sollten ihr Schokolade anbieten? Vielleicht möchte sie ja mal dran riechen. Miss Minchin wird nichts dagegen haben, oder? Möchtest du mal riechen? Sehr freundlich, aber ich möchte weder daran riechen, noch etwas davon abhaben. Ach was, wie kommt das? Weil ich was viel Besseres hatte als Schokolade. Hörst du die Prinzessin? Sie träumt immer noch. Nein, mache ich absolut nicht. Ich habe die besten Sachen gegessen, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Aber wie das, du kleine Lügnerin? Du hattest noch nicht mal Frühstück. Ihr mögt verzeihen, aber ich hatte Frühstück. Und verzeiht mir auch, wenn ich sage, Menschen der Lüge zu bezichtigen, ist unhöflich. Oh, wie kommst du dazu, mir zu widersprechen? Oh, habe ich das wirklich? Du meine Güte. Ah! Oh, Entschuldigung. Ah! Nur warte, wenn ich das mit Menschen erzähle. Ah! Na, ist ja noch alles da, Becky. Ja, Miss. Dem Himmel sei Dank, es hat aufgehört zu regnen. Wollen Sie irgendwo hin, Miss? Ich muss ins Krankenhaus. Oh, Becky, vielleicht ändert sich bald alles für uns. Vielleicht finde ich meinen Vater heute endlich, dann bringt er uns weg von hier. Oh, gütiger Gott. Es ist die Mrs. Sarah, wie kannst du... Was ist mit diesem Zimmer passiert? Na ja, das wüssten wir auch gerne. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war alles da. Selbst das Essen und das Feuer. Wo hast du diese Sachen her? Ich weiß es nicht. Außer vielleicht, dass ich einen wunderbaren Traum hatte, der anscheinend wahr geworden ist. Die Sachen sind kostbar und teuer. Ihr habt sie gestohlen, nicht wahr? Oh nein, Miss Minchin, wir haben sie nicht gestohlen. Ich gebe dir noch eine Chance, die Wahrheit zu sagen. Aber das ist die Wahrheit. Sie waren einfach da. Ja, so ist es, Ma'am. Du geh in dein Zimmer. Das ist ein Fall für die Polizei. Oh, bitte, Miss Minchin, nicht die Polizei rufen. Natürlich rufe ich sie. Bitte, Miss Minchin. Wir sind Gefangene. Das ist mal sicher, Miss. Und die Polizei ist auf dem Weg hierher. Ich kann mich nicht einsperren lassen. Die 9 Verwundeten sind da und ich muss da irgendwie hin. Ich sehe keinen Weg hier raus, Miss. Die Tür ist abgesperrt. Komm mit, Becky, schnell! Wo wollen wir hin, Miss? Komm mir nach! Oh, Miss! Ich fürchte mich, Miss! Diesmal fürchte ich mich auch. Komm, gib mir deine Hand, Becky! Gütiger Gott, Miss! Hab keine Angst, Becky! Was für ein Spiel ist das, Missy Sahib? Dürfen wir durch Ihr Haus laufen? Wir laufen vor der Polizei weg. Das ist ja ein sehr schönes Spiel. Bitte tretet ein. Das ist sehr freundlich, danke. Ihr scheint ja in sehr großer Eile zu sein. Könnt ihr nicht auf einer Tasse Tee bleiben? Oh nein, danke. Wir sind wirklich in Eile. Ihr spielt noch das Polizeispiel. Ich hoffe, ihr könnt entkommen, Missy Sahib. Das hoffe ich auch. Gütiger Gott, Polizei! Da sind sie, schnappt sie! Oh, Becky, renn, renn! Sarah! Becky! Bleib stehen! Becky, Sarah! Laufen Sie der anderen hinterher, um die kümmere ich mich! Halt, hier bleiben! Pass auf, Becky, rutsch nicht aus! Becky, wo bist du? Ha?
kleine Diebin, dafür gehst du ins Gefängnis. Ihr beide! Die werden sie nicht kriegen. Da wird Mr. Bertie schon aufpassen. Ah, da ist sie hingelaufen. Oh, haben Sie sie gefunden? Übernehmen Sie die kleine Diebin. Lassen Sie sie nicht aus den Augen, bis ich zurückkehre. Haben Sie sie? Ich habe sie im Verkehr verloren, Ma'am. Ich konnte sie nicht wiederfinden. Haben Sie eine Ahnung, wo sie sein könnte? Allerdings. Droschke! Oh. Harvard Hospital und schnell bitte! Sarah. Sarah. So geht das die ganze Zeit. Das ist eine große Ehre für unseren Verfolger. Ja, ganz schön Victorious. Krankenhaus. Treten Sie bitte ein Stück zurück, ja? Du kannst da jetzt nicht rein. Für Besucher geschlossen, eine Stunde lang. Aber dann ist es vielleicht zu spät. Sei ein braves Kind und geh zurück. So ist es, brav Kleines. Tut mir leid, Sir, für Besucher geschlossen, eine Stunde lang. Aber wir müssen... Leider rein. Nicht zu ändern, Sir, aber Sie können gern da drüben warten, wenn es recht ist. Captain Mark gesehen? Ich glaube, er ist gerade in die Halle gegangen, Miss. Tut mir leid, du kannst jetzt nicht nach oben gehen. Ich muss aber. Ich muss sehen, ob mein Vater hier ist, bevor Miss Minchin mich findet. Geh wieder. Tu, was ich sage. Hey, komm zurück. Du kannst da jetzt nicht rauf. Du bringst mich in größte Schwierigkeiten. Los, komm zurück. Du kannst da jetzt nicht. Du darfst hier nicht rein. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Ich muss da rein. Ich will. Ordonnanz. Was möchte das Kind denn? Oh, bitte lassen Sie mich nicht wegbringen. Was ist denn los, Kind? Mein Vater. Es heißt, er sei in Mafeking gefallen. Ich glaube es aber nicht. Er ist vielleicht bei den Verwundeten dabei, aber Sie lassen mich nicht gucken. Und wenn Sie mich nicht lassen, habe ich vielleicht nie wieder eine Chance. Können Sie dafür sorgen, dass Sie mich lassen? Colonel, würden Sie bitte dafür sorgen, dass das Kind durch die Abteilungen begleitet wird? Wenn Sie es mir gestatten, werde ich die junge Dame persönlich begleiten, Ihre Majestät. Wie ist Ihr Name? Victoria. Und wie ist deiner? Sarah. Oh, Ihre Majestät. Colonel? Ich hoffe, du findest deinen Vater, mein Kind. Und gründlich suchen, Colonel. Oh, ich danke euch, Eure Majestät. Auf Wiedersehen, mein Kind. Auf Wiedersehen. Bist du schon in einer der Abteilungen gewesen? Heute noch nicht, Sir. Ich denke, wir fangen besser mit dem Flügel an. Wir suchen einen Patienten. Yes, Sir. Sieh dich nur um, Kleiner. Reicht das? Danke, Schatz. Miss Rose! Sarah! Oh, Herzchen! Sarah! Oh, Mr. Geoffrey, wie schön, Sie sind wieder zurück. Wissen Sie vielleicht, wo mein Vater ist? Oh, Geoffrey ist gar nicht bis Mafeking gekommen, Herzchen. Dann wissen Sie nichts? Sie haben ihn noch nicht mehr gesehen? Nein, Herzchen. Leider nicht. Tut mir leid. Hast du ihn gefunden? Oh, nein, Sir. Das ist mein Freund Mr. Geoffrey und seine Frau, Mr. und Mrs. Hamilton. Sehr erfreut. Tut mir leid, ich weiß Ihren Namen nicht, deswegen kann ich Sie nicht vorstellen. Colonel Gordon. Das ist Colonel Gordon. Er hilft mir bei der Suche im Krankenhaus. Bemühen Sie sich nicht. Guten Tag, Colonel. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Von Mafeking? Nein, Sir. Ein Esel der Armee und ein britischer Esel, der drauf saß. Ja, das streut zusätzlich Salz in die Wunde. Tut mir leid, Sir. Der Patient braucht seine Medizin. Lieber gehe ich nochmal auf den Esel. Ich komme nochmal wieder, Miss Rose. Ich muss nur erst durch die anderen Abteilungen gehen. Ich warte auf dich, Herzchen.
Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Komm ich gern wieder besuchen. Das mache ich. Die arme Kleine. Sie gibt die Hoffnung nie auf. Ich bestehe darauf, dass Sie nach meinem Bruder schicken. Alles schön und gut, Ma'am. Aber im Moment kommen Sie hier nicht rein. Also wir kommen da rein. Mein Bruder wird dafür sorgen. Ich hoffe, Sie haben recht, Ma'am. Der ist voll. Der Mann muss auf den nächsten Krankenwagen warten. In Ordnung. Ich würde ihn lieber in den Warteraum schieben. Hier draußen ist es viel zu zugig für ihn. Da haben Sie wohl recht. Wirklich schade, dass er nicht dabei war. Ja, finde ich auch. Aber vielleicht ist er beim nächsten Mal dabei. Ich würde nicht aufgeben. Das mache ich nicht, Sir. Auf Wiedersehen, alles Gute. Auf Wiedersehen. Ich weiß, Sie sind gestohlen. Das ist doch völlig absurd. Ich habe den Beweis und habe vor, Sie der Obrigkeit zu übergeben. Sie ist hier im Haus und ich werde Sie finden. Sei nicht albern. Ich bestehe darauf, dass jeder Raum durchsucht wird. Sarah. Sarah. Daddy? Sarah. Daddy! Oh, Daddy! Du hast mir gefehlt! Ich hab dich gefunden! Ich hab dich gefunden! Sie haben gesagt, du bist tot, aber ich wusste, das bist du nicht. Ich wusste, du kommst zurück. Oh, Daddy, halt mich ganz fest, bitte. Du lässt mich nicht wieder allein, nicht wahr, Daddy? Was ist mit dir, Daddy? Warum redest du kein Wort? Sarah. Erkennst du mich nicht, Daddy? Ich bin Sarah. Ich bin Sarah. Sarah, wo ist meine Tochter? Oh, Daddy, irgendwas ist mit dir passiert. Mr. Barty! Mr. Barty! Oh, Daddy, du musst mich erkennen. Sieh mich an, sieh mich an. Oh, Daddy. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Wir müssen gute Soldaten sein, weißt du das nicht? Aber ich war noch ein guter Soldat, Daddy, und du erkennst mich nicht mehr. Meine kleine Sarah weint nie. Aber ich bin Sarah, ich bin Sarah! Ja, Sarah. Sarah, oh, Daddy. Mein Baby, mein Liebling. Oh, Sarah, mein Liebling. Mein Baby, mein Liebling. Du erkennst mich doch. Oh, Sarah. Hör auf, Amanda, du machst dich ja lächerlich. Und wie erklärst du dir dann die Bettdecke, die Morgenröcke und das ganze Zeug? Vielleicht hat's Beine gekriegt und ist hingelaufen oder ein kleines Vögelchen hat's gebracht. Aber eins weiß ich sicher, die kleine Sarah würde nie stehen. Bertie! Ja? Bertie, stell dir vor, was passiert ist. Die kleine Prinzessin hat ihren Vater gefunden. Das ist ja wundervoll. Captain Crew lebt? Natürlich lebt er. Wie hätte sie ihn sonst finden können, wenn er nicht leben würde? Oh, Mr. Bertie, ich habe meinen Vater gefunden. Oh, Herzchen, das freut mich so.